noch Frankfurter, Omar Mascarell wurde mit der Eintracht Pokalsieger. In der Liga war er viele verletzt, 9 Spiele, 1 Torfoto, Kontrastfoto Schalke und Omar Mascarell, 25, läuft da was? Die Antwort ist ein klares Jein. Frankfurts defensiver Mittelfeldmann steht auch beim Vizemeister auf dem Zettel. Manager Christian Heidel, 54, zu Bild, ja, er wurde uns ebenfalls angeboten. Doch die Vertragssituation ist kompliziert. Eine Verpflichtung scheint aktuell unrealistisch. Frankfurt holte ihn 2016 für 1 Mio. Euro von Real Madrid, gab dem Spanier einen Kontrakt bis 2019. Aber der Champions League-Sieger besitzt eine Rückkaufoption über 4 Mio. Euro, die Real laut Marca jetzt zieht, um Mascarell dann an den meistbietenden Club zu versteigern. Die Preisvorstellung, möglichst 20, nicht unter 15 Mio. Euro. Heidel, Omar ist ein Topspieler, er kombiniert das Spielerische mit dem Kämpferischen. Doch angesichts der Ablösedimension kann ich mir Mascarell zu Schalke, Stand heute, nicht vorstellen. Sucht einen Meier-Nachfolger, Schalke-Manager Christian Heidel Foto. Reuters Hintergrund, nach den Transfers von Uth, ablösefrei aus Hoffenheim, aber etwa 8 Mio Handgeld, Sané für 7 Mio von Hannover, Seda, für 10,5 Mio von Mainz, und Skibski, für 3,5 Mio von Union, sind für einen der überall begehrten Sechser nur noch unter 10 Mio Euro drin. Dagegen könnte beispielsweise Villarreal locker die 15 Mio Euro zahlen, die Madrid für den noch Frankfurter aufruft. Aber was, wenn Mascarell unbedingt in der Bundesliga bleiben will? Oder Heidel Hövedes und Geis los wird? Der Fall Mascarell bleibt spannend. Talent Return teilen auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden.